herzlich willkommen bei Nice. Wir sind heute in Berlin und treffen einen der Topspieler der Saison, Marcel Nöbels. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, einen ganzen Tag hier in Berlin mit ihm verbringen zu dürfen. Dieses Jahr ist natürlich für mich meine Saison, sagen wir mal, des Lebens. Nöbels! Ja, Wahnsinn! Was ist denn hier los? Ich werd verrückt! Ah, und dann dieses geniale Ding! Marcel Nöbels, wer sonst? Der Topscorer schlägt wieder zu. Das Grinsen ist, glaube ich, mir auch ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Hinein ins Glück in der Hauptstadt. Marcel Nöbels ist schon im Trainingsraum hier im Wellblechpalast und wir gehen mal rein zu ihm. Schauen wir mal, was er macht. Ja. Einen schönen guten Morgen. Morgen, Goldi. Servus. Jetzt treffen wir dich an einem freien Tag hier im Trainingsraum im Welli. Machst du es nur für uns oder bist du öfter hier? Nein, ich mach's tatsächlich hin und wieder schon für mich selbst. Ich versuche einfach, ja, ein bisschen auch hier jetzt den Kopf frei zu kriegen, vielleicht gar nicht so sehr darüber nachzudenken, was passiert ist, sondern wieder neue Kraft zu tanken. Und irgendwie muss man gucken, dass man das Level halt über die Saison hält und eine gute Vorbereitung hat. Und hier bei den Eisbären, muss ich sagen, sind die wirklich, was das angeht, sehr, sehr für uns gestimmt und geben uns auch genug Zeit und auch freie Tage, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hinkommen sollen. In deiner freien Zeit im Sommer und auch in der Februarpause hast du mit einem Zehnkämpfer gearbeitet oder einem Coach gearbeitet. Mhm. Wie lange machst du das schon, mit einem Zehnkämpfer zu trainieren? Ja, der Thorsten Voss, Zehnkämpfer, der es geht über viele, viele Jahre. Ich glaube, das siebte oder achte Jahr, wo ich mit den Jungs zusammenarbeite. Und nicht immer schön und keine Pudereinheit, aber das gehört halt leider dazu und ich glaube daran, dass halt die Fitness wirklich dazu zählt, auch gesund zu bleiben und bis dato habe ich es ganz lang geschafft. Jetzt hört sich das speziell an, Zehnkampf, wenn man einen Trainer hat davon, magst du mir das mal zeigen? Gibt es irgendwie spezielle Übungen, die du machst oder stellt man sich mehr vor? Ja du, ich mache jetzt hier keinen 100-Meter-Sprint, weil dann würde es mir sehr wahrscheinlich gerade alles reißen, aber nein, ich versuche halt an den Tagen, wie gesagt, so wie heute, halt wirklich ein bisschen zu entspannen, ein bisschen zu stretchen. Aber was ich versuche mitzunehmen, ist halt wirklich Fitnesslevel über die Saison zu halten. Du spielst eine Karrieresaison hier in Berlin, muss man sagen. Da grinst du, gell? So oft wirst du darauf angesprochen, aber ist ja auch mal was Tolles, ist ja ein positiver Aspekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, momentan versuche ich es zu genießen, weil klar, es sind viele Sachen, die momentan für mich laufen. Sicherlich muss ich dazu sagen, habe ich auch wirklich eine sehr, sehr gute Reihe, die sehr gut funktioniert und harmoniert. Irgendwie klappt es ja dann immer doch, auch wenn es in der letzten Sekunde ist. Aber die Mannschaft funktioniert dieses Jahr sehr gut und wir haben Teamerfolg, das ist das Allerwichtigste. Und wenn man dann persönlich dazu beitragen kann, auch nochmal ein wichtiger Faktor für alle zusammen. Wie sehr meinst du vielleicht selbst, hat der Fitnessfaktor damit zu tun, dass du so ein starkes Jahr spielst? Hast du irgendwas geändert im Sommer? Hast du härter trainiert oder ein bisschen was umgestellt? Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer so an dem festgehalten, wo ich mich die ganzen Jahre mit wohlgefühlt habe und gut gefühlt habe. Und ich versuche wirklich einfach nur daran zu glauben, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was mich stark gemacht hat. Und ja, der sportliche Erfolg momentan tut natürlich gut für den Kopf, fürs Selbstbewusstsein und macht einfach auch Spaß, aufs Eis zu gehen. Und der Abschlusstor! Das gibt's ja nicht! Und Berlin ist Meister! Das ist ja nicht zu fassen! Und jetzt kannst du den Weltverlass getrost abbauen! Jetzt sind wir hier im altehrwürdigen Wellblechpalast. Hat das Stadion für dich so vielleicht eine spezielle Faszination? Ja, also klar, weil viel Tradition dahinter steckt. Der Valley ist für viele Spieler ja auch, sagen wir mal, eine große Erinnerung an viele Meisterschaften. Ich war leider nicht dabei, aber viele Jungs, die davon erzählen, die bei uns noch in der Mannschaft sind,
Rankel, Hörtler, der 85er-Jahrgang, erzählen nur Positives und Schönes. Ich selber hatte das Glück, dass ich hier spielen durfte, wo es auch gefüllt war, in der Champions League zum Beispiel. Damals in den Pre-Playoffs gegen Nürnberg. Ja, viel Tradition, viel Geschichte hier, die passiert ist und schön zu sehen, wenn man selbst da oben halt stehen darf. Wie oft seid ihr eigentlich hier und wie oft seid ihr in der Mercedes-Benz Arena? Hier sind wir eigentlich am meisten. Wir trainieren eigentlich so gut wie jeden Tag hier. Oft kommt vor, wenn wir an Spieltagen natürlich dann in der Arena sind morgens, maximal sagen wir mal einen Tag noch davor, donnerstags oder so, und maximal, wenn wir ein Doppelheimwochenende haben, dass wir Samstag auch noch trainieren. Also ihr seid hier eigentlich zu Hause? Zu Hause ist hier, Wohnzimmer ist in der Arena. Das ist richtig. Du spielst deine sechste Saison bei den Eisbären. Die Eisbären haben schon so eine Faszination in Deutschland. Was macht die Faszination Eisbären aus? Ja, ich glaube, der größte Teil hat natürlich mit den Fans zu tun, die wirklich seit vielen Jahren dabei sind und uns unterstützen. Ich glaube, auf der anderen Seite spricht man auch bei den Eisbären über den Rekordmeister von wirklich vielen, vielen Jahren, die gute Arbeit hier geleistet worden ist und wo es wirklich, wo man sieht, dass die Eisbären nur mit Titeln und mit Erfolg zufrieden sind. Und das macht Spaß, für so einen Verein zu arbeiten, der wirklich zielstrebig ist und wirklich sich viel vornimmt vor der Saison. Und es ist natürlich schön, als Spieler dann auch Teil davon zu sein. 7 Meisterschaften, hier drauf sieht man es, haben die Eisbären bisher in der Organisation geholt. Merkt man den Stolz in der Organisation? Definitiv. Ich glaube, das ist eigentlich der größte Teil, wo eigentlich die nicht nur die Verantwortlichen, sondern auch die Fans dran hängen. Jetzt haben wir in der letzten Zeit eine Strecke gehabt, die für uns nicht immer dahin lief, wo wir hin wollten. Auf der anderen Seite, sage ich, sind wir auf einem guten Weg, um auch wieder die Top-Teams oder die Top-2-Teams, die man erwähnen muss, mit München und Mannheim zu ärgern und auch vielleicht an guten Tagen vorbeizukommen. Und klar wollen wir auch einen weiteren Stern auf die Brust schieben. Jetzt sind wir hier im Osten von Berlin. Persönliche Frage, wenn wir den ganzen Tag mit dir verbringen, welchen Stadtteil hast du dir ausgesucht zum Leben hier in Berlin? Ich wohne tatsächlich schon in Brandenburg. Ah, okay, du wohnst in keinem so kleinen Kiez, hier habe ich extra vorbereitet. Kiez heißt das? Nee, leider. Ich hab 3 Jahre, wo ich nach Berlin gekommen bin, relativ mittig gewohnt, in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Mhm. Am Axel-Springer-Gebäude. Dann war ich ein Jahr im Süden, in der Nähe von Köpenick in Karlshorst. Und jetzt wohne ich richtig auf dem Land. Jetzt wohne ich in Lindenberg, was wirklich ein kleines Kaff ist, wenn man es sagen darf, wo nicht viel los ist, aber viel Freiraum ist und ja, viel Zeit für den Hund und ja, auch für die Familie da ist. Cool, hört sich interessant an, würde ich sagen. Wir fahren mal hin und schauen uns das an. Super. So, auf ins Auto. Da können wir ein bisschen cruisen. Schauen wir mal. Möbi, wie ist denn insgesamt Berlin für dich? Ist das einfach eine riesige Stadt oder ist das eine tolle eigene Welt? Oder wie nimmst du das wahr? Es ist schon groß. Also von A nach B zu kommen ist manchmal schon echt nicht so einfach. Aber Berlin ist natürlich auf der anderen Seite eine faszinierende Stadt. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo man hier nichts erlebt und nichts sehen kann oder nichts unternehmen kann. Und jetzt ist halt so gekommen, dass wir gebaut haben. Und jetzt wohnen wir ja auch in der Nähe von 2 Teamkameraden, von Frankie und vom André. Und bin nicht ganz alleine auf dem Dorf. Ah, ja. Und unser Physiotherapeut wohnt auch direkt da. Also wir sind schon trotzdem noch eine kleine Familie da draußen. Das ist ja cool. Habt ihr auch ein bisschen was zu tun gemeinsam draußen. Also das ist ja schon ganz schön eigentlich. Ja. Eine kleine Feuertonne irgendwo im Garten oder so ist immer mal da. Und wie gesagt. Berliner Stadtleben nach Brandenburg rausbracht. So sieht's aus, ja. Hast du dir vielleicht auch bewusst, ich sag jetzt mal ein bisschen den Abstand zur Stadt gesucht, weil du kommst aus Tönisforst. Das ist eine relativ kleine Stadt in der Nähe von Krefeld. Bist du das so gewohnt? Hat das einen Grund vielleicht auch damit, wo du herkommst? Ich glaube ganz ehrlich, dass es wirklich da was mit zu tun hat, weil so pure Stadt ist einfach doch nicht irgendwie so in meinem Blut drin. Und
wenn man einen Ort hat, wo man sich zurückziehen kann und auch ein bisschen seine Ruhe findet, vor allen Dingen in so einer langen Saison, dann tut es schon gut. Und ich bin halt auch wirklich ein Kopfmensch und wenn ich dann doch mal meine freien Minuten habe, wo ich sagen kann, jetzt kann ich abschalten, dann merke ich schon, dass es manchmal auch gut ist für mich persönlich. Es geht in die Einfahrt, wir sind da. Ich lass mich raten, du bist rechts. Ich bin hier rechts, ja. Links haben wir einen BVB-Fan. Ist er wirklich einer? Nee. Ist Bayern-Fan. Ist kein Scheiß. Ist mit dem gelben Haus, der arme Hund. Was bist du, eher Bayern oder Borussia Dortmund? Und schwarz-gelb. Muss man sein, wenn man... Wenn man aus der Gegend kommt schon, ja. Muss man? Es könnte auch sein, dass du Schalke bist oder irgendwas. Nein. Nee, also darf man dort mal eine Frage. Um Gottes Willen, wir gehen wieder zum Eishockey. Rocky! Das bringt Quote. Hunde, Kinder bringen Quote. Ich wollte schon immer einen Hund haben als Kind. Meine Eltern haben damals keinen gehabt, weil sie zeitlich es nicht geschafft haben. Dafür meine Oma. Und der war eigentlich mehr bei uns als wie bei der Oma. Und so ein kleines Familienmitglied tut ganz gut. Und ich freue mich darüber, dass der Teil der Familie ist. Und er heißt Rocky, weil er so ein tapfer Hund ist, oder was? Genau. Weil er so einen lieben Eindruck macht, haben wir den gedacht, geben wir einen bösen Namen. Sehr gut. Ja. Gibt's denn hier im Haus auch Eishockey oder hast du alles, was Eishockey zu tun hat, in der Kabine lassen? Nee, tatsächlich hat man in den eigenen vier Wänden auch seine Lebensgeschichte mit dabei. Und einer der schönsten Momente bisher in meiner Karriere, natürlich Olympia 2018 mit den Jungs, wo wir, glaube ich, alle selber gar nicht wussten, was wir da gerade geschafft haben. Und ja, bevor man das Haus verlässt und das Bild sich nochmal anschaut, weiß man jeden Tag, wo oder warum man zur Arbeit fährt, glaube ich. Du hast vorher gesagt gehabt, und da müssen wir natürlich journalistisch sauber jetzt knallhart nachfragen, du hast gesagt gehabt, du fährst manchmal gar nicht an den freien Tagen ins Stadion, sondern du hast zu Hause eigentlich dir so einen kleinen Fitnessraum eingerichtet. Ja, was heißt kleinen Fitnessraum? Das ist wirklich, wirklich mit einem Gerät und mit einem Fahrrad vorhanden. Das gute Ulle, Bianchi-Rad, Jan-Ulrich Gedächtnisrad. Ja, das ist Fahrrad, was ich mir gekauft habe, weil ich wirklich die letzten Jahre mehr und mehr eigentlich Rennrad fahre und ein bisschen weniger dafür laufe. Hier kannst du wirklich mit der Maschine kannst du alles machen. Du kannst komplett den Körper trainieren. Mhm. Das ist eigentlich perfekt. Du hast sehr viele freie Sachen. Mhm. Das ist eh für einen Eishockeyspieler eigentlich das, was man heutzutage trainiert. Also du hast wirklich alles zu Hause. Ja, die Gewichte sind da nur Show. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr drauf tun sollen, dass das ein bisschen sportlicher aussieht. Lass mal hier nochmal drauf schauen. Auch das eine Erinnerung letztendlich von eurer Silbermedaille. Auch hier drin. Ja, mein Tor, was ich geschossen habe gegen Schweden, für mich natürlich auch ein riesen Moment gewesen. Wenn ich sehe, wenn ich mit Jonas und mit Frank in Schwenningen beim letzten Auswärtsspiel am Hotel stehe und wir drei eigentlich gar nicht gewusst haben, was passiert da in den nächsten zweieinhalb Wochen. Und auf dem Weg nach Hause sieht das Bild schon wieder anders aus. Kannst du dich noch an was erinnern oder war die Party recht hart? Hier. Wir haben es auf Video. Okay. Es ist schon so Ruhe und Natur auch. Ist es ein bisschen Ausgleich für dich hier? Ja, also wenn einer sagt, dass ich eigentlich in Berlin spiele und das sieht, dann denkt er, glaube ich, auch, das kann nicht ganz zusammenstimmen. Also da haben wir eine schöne Bank gefunden hier. Lass uns mal ein bisschen über das Eishockey reden, über deine Karriere. Kannst du dich noch erinnern, was vielleicht die Faszination von Eishockey war, wie du ein Kind warst, warum du dabei bleiben wolltest?
Ich glaube, tatsächlich war es am Anfang die Ausrüstung. Ich habe mich so dermaßen gefreut, wo meine Eltern mit mir zum Shop gefahren sind und ich meine erste Ausrüstung bekommen habe, weil es war irgendwie so faszinierend, so viel anzuhaben. Und ja, als Kind konnte man sich hinschmeißen, es tat nichts weh, weil man überall gepolstert war. Und ich habe auch gleichzeitig noch Fußball gespielt damals. Also ich musste mich dann auch irgendwann entscheiden. Hab dann, wie man heute sieht, sich fürs Eishockey entschieden. Auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, Schlittschuhlaufen kann nicht direkt jeder. Vom Ball treten ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also tatsächlich so nachdacht damals so, schon? Ja. Ja. Also da war schon der Gedanke auch da, das tatsächlich, ich sage jetzt mal, professionell zu verfolgen irgendwann. Oder Wunsch. Ja klar, der Wunsch war natürlich da. Man hatte seine Idole, die man dann so gesehen hat, wo man genauso sein wollte. Man hatte Poster im Zimmer. Wer ist bei dir gehängt? Sidney Crosby und damals noch Wayne Gretzky. Du hast in der Schülerbundesliga Krefeld sehr früh verlassen. Du bist schon mal ein Jahr hier in Berlin gewesen, nämlich im sehr jungen Alter. Wie ist es dazu gekommen? Ich fand, früher war es immer so, da gab es die Jungadler und die Eisbären waren für mich immer so die besten beiden Mannschaften. Mhm. Dass ich dann in Berlin ankommen durfte und spielen durfte, erstens schon in der Schülermannschaft, war für mich schon sehr, sehr schön und hatte eigentlich auch das Ziel, eigentlich da in der DNL-Mannschaft reinzuwachsen. Ja, und dann ging es da für mich schon wieder zurück in die Heimat nach Krefeld. Da hast du ja auch die ersten DL-Spiele gemacht. Ja, richtig. Mit 17 bin ich dann damals ein bisschen so reingerutscht. Dann kann mich sogar daran erinnern, 33 Spiele machen dürfen und habe es geschafft, irgendwie den Puck auch noch reinzustolpern und habe mein erstes Tor geschossen. Ja, erste Treffer war auch in deiner ersten Saison. Ja, in Hannover. Weißt du noch genau? Ja. Ich wollte eigentlich abspielen, aber er ist an die Schnittstelle gegangen und ist reingegangen. Patrick Hager war damals mit mir in einer Reihe. Alter Spruch, was ich in Amerika gelernt habe, they don't ask how, they ask how many. Die ist schon gleich so gut losgegangen bei dir. Apropos Kanada, du hast dich dann, obwohl du schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hast in die DL und eine Eiszeit bekommen hast, entschieden, in die kanadische Juniorenliga zu gehen. Warum hast du den Schritt gemacht? Mein Ziel war schon, eines Tages vielleicht mit dem bisschen Glück gedraftet zu werden. Und sag mal so von den Vorgängern, von den Jahren davor, ich nenne jetzt mal Tom als Beispiel, Kühnerkel, der auch in die Juniorenliga gegangen ist und wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und sich da durchgesetzt hat, wollte ich eigentlich den gleichen Weg gehen, wurde dann gedraftet von den Flyers damals, 2011. Du hast dann 2 Jahre in American Hockey League gespielt, in Adirondack. So im Nachhinein, wie war die Zeit für dich? Sehr, sehr hart, sehr, sehr lehrreich. Definitiv eine Liga, die ein Ellbogengeschäft ist. Jeder möchte in die NHL, selbst wenn es deine eigenen Teamkameraden sind. Jeder möchte da oben, jeder möchte dahin, wo die Großen sind. Und deswegen spürt man es natürlich auch nicht nur in den Spielen, sondern auch jeden Tag im Training. Im Nachhinein, was hat vielleicht gefehlt, dass es nicht zur NHL gereicht hat? So ein bisschen mit Abstand betrachtet, ist es oft ja anders, als wenn man direkt drin ist. Ja, ich muss auch wirklich, da bin ich auch ehrlich mit mir selbst, vielleicht hat es auch einfach in dem Moment nicht gereicht. Also von der Leistung her, klar, in dem Moment möchte es man nicht wahrhaben, weil man selber natürlich derjenige sein möchte. Aber auf der anderen Seite war es für mich eine Riesenlehre. Ich habe eine neue Sprache gelernt, eine neue Kultur kennengelernt und ich würde es immer wieder tun, auch wenn ich nochmal scheitern würde. Also es ist wirklich eine sehr schöne Zeit gewesen. 2013, in der Zeit, wo du drüben warst, hast du deine erste Weltmeisterschaft für Deutschland gespielt. 2014, nach deiner zweiten Weltmeisterschaft, hast du dich dann entschlossen, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Du hast dich den Eisbären Berlin angeschlossen. Warum ausgerechnet die Eisbären zu diesem Zeitpunkt? Ich kannte viele Jungs von den Deutschen, die damals, wo ich meine erste WM mitgespielt habe, André Ranke zum Beispiel. Seit Tag 1 habe ich wirklich volles Vertrauen, wenn was ist. Man ist immer eine offene Bürotür bei den Eisbären da und das hilft einem natürlich als Spieler. Ich habe jetzt die letzten Jahre in Berlin immer Stück für Stück eigentlich eine größere Rolle zugeteilt bekommen. Dieses Jahr ist natürlich für mich ein Genuss an Saison, den ich wirklich noch nie hatte und schon davon sprechen kann, dass es meine Saison, sagen wir mal, des Lebens ist und es wirklich sehr viel Spaß macht, weil natürlich der Erfolg für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft auch da ist und ja, ich möchte natürlich mit dem Ziel auch hier in Berlin Deutscher Meister werden und ich glaube, dass wir auch das Zeug dazu haben. Ja, wie gesagt, momentan läuft es halt wirklich
wie am Schnürchen und das Grinsen ist, glaube ich, mir auch ein bisschen ins Gesicht geschrieben. Löbi, die Meisterschaft ist aufgrund des Abbruchs der Liga nicht herausgesprungen, aber du hast zwei Titel gewonnen. Stürmer des Jahres und Spieler des Jahres in der deutschen Eishockeyliga. Hättest du mit Chancen gerechnet, wie wir da auf der Parkbank gesessen sind und gesprochen haben über die Saison? Jein, also klar, die Saison lief natürlich für den Verein und für mich persönlich sehr, sehr gut. Für mich persönlich ja auch mit Abstand die beste Saison, die ich bis jetzt in der DL abgeliefert habe. Und klar freue ich mich über die beiden, die Titel, auch wenn der große Titel am Ende leider dann doch nicht ausgespielt werden konnte. Du hast deine persönliche Leistung aber schon angesprochen, 52 Spielen diese Saison, 49 Punkte, davon 23 Tore. Jetzt hast du ja ein bisschen Abstand gehabt, das Ganze auch mal einzuordnen. Wie stolz bist du selber drauf, dass du da so gut produziert hast, persönlich? Ja, natürlich bin ich stolz. Ich habe, glaube ich, über die Saison ja, eine ziemliche Konstanz, glaube ich, in meinem Spiel gefunden. Und über die ganze Saison gesehen hat wirklich viel, viel gepasst und bin gesund geblieben und ja klar, also das offensive Spiel bei mir war natürlich vielleicht nochmal eine andere Hausnummer wie jetzt in den letzten Jahren. Die Ehrung Spieler des Jahres kann immer bloß einer kriegen, also wirklich eine sehr tolle Auszeichnung. In Berlin hat sie seit 1995 in der DL noch nie ein Berliner gehabt. Welchen Stellenwert hat vielleicht diese Auszeichnung Spieler des Jahres für dich? Ja, du sprichst es an. Also ich habe wirklich gar nicht so richtig darüber nachgedacht, als mir das zum ersten Mal gesagt worden ist, dass ich der Allererste bin in Berlin und das konnte ich gar nicht glauben. Also bei den ganzen Spielern, die wirklich und bei den ganzen Meisterschaften, die Berlin geholt hat, waren ja Spieler dabei, wo man wirklich gesagt haben, die haben die Liga über Jahre lang wirklich geführt und auch teilweise dominiert. Also dass da noch keiner dabei gewesen ist und ich jetzt wirklich der Allererste war, der im Eisbären-Trikot das geschafft hat, ist ja noch mal besonders. Also das konnte ich gar nicht glauben, wo ich das erfahren hatte. Die Gala ist ja leider ausgefallen, wo du die Trophäe hättest entgegennehmen können. Hast du sie trotzdem schon zugeschickt bekommen? Nee, die habe ich noch nicht. Also ich habe jetzt nur gehört, dass es wohl bei dem ersten Heimspiel dann irgendwie was geben sollte und ich die da bekommen, überhändigt bekommen sollte. Also mehr weiß ich leider auch noch nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich über den Titel, dass ich bin und versuche die Momente noch zu genießen und hoffe natürlich, dass wir schnell wie möglich auch wieder irgendwann aufs Eis können. Gut, Marcel, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr läuft bei euch, bei dir. Wir schauen natürlich auch drauf, ob du eine Trophäe kriegst, dass da halt mal Auge drauf. Aber du hast gesagt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du sie bekommst. Also ich weiß nicht, was wahrscheinlich heutzutage ist, aber ich gehe davon aus, ja. Wenn nicht, sprechen wir uns nochmal. Ja, alles klar, dann sprechen wir uns nochmal. Danke dir für deine Zeit, auch heute. Und bleib gesund, bis bald. Mach's gut. Danke, Goldi. Bis dann. Ciao.